Ein sonniger Tag im türkischen Ilija. Servet will seine Schwiegermama ins B heute mit einem Ausflug plus Kochaktion überraschen. Seit Silvia vor 10 Tagen wegen zu wenig Ruhe und zu viel Chaos aus Ratheim in die Türkei geflohen ist, vermisst sie den Trubel und ihre in Deutschland verbliebenen Kinder und Enkelkinder. Moin. Morgen. Alles gut? Ja, und bei dir? Oder ja. Bei euch? Müde, ne? Wie ist das? Du kochst doch gerne. Ja. Ja, deswegen, wir haben uns überlegt gestern mit Loredana, wie ist das für dich, wenn wir uns alle heute Abend so gemeinsam zusammensetzen oder hier so kochen, was Türkisches? Und ich koche, ihr setzt, ich spüle, nein, so wie immer. Nein, wenn dann alle zusammen. Wir können doch einen Döner machen, aber du magst keinen Döner, ne? Ja, Döner, muss ich sagen, will ich den deutschen Döner mal probieren. Weil ja. Jeder erzählt, dass deutsche Döner so dick ist, so groß ist. Also für mich ist ein deutscher Döner, dass ich im Endeffekt ein Fladenbrot habe und ein Tzatziki reintue. Dann kommen da Gurken, Tomaten, Eisbergsalat und dann eben das Fleisch und oben noch eine leckere Soße drauf. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal Döner. Dann kannst du auch mal einen deutschen Döner probieren. Ja, wie soll das aussehen? Willst du einkaufen gehen? Ja, sollen wir das nicht zusammen machen? Wir beide laufen da hinten runter, oder was? Nein, wir fahren mit Roller. Komm, Schwiegersohn, Schwiegermama. Du kennst keine Verkehrsschilder. Du kennst keine Verkehrsschilder. Doch, komm. Ja, komm, ich muss ja noch meine Handtasche mitnehmen und Geld. Ja, wer fährt jetzt gleich? Natürlich ich. Ich fahre. Ich kann mich nicht hinter Silvia setzen. Nee, ich bin gerade frisch Papa geworden. Nee. Ey, wir zwei und einkaufen mit so einem Rebelchen hier. Ja, warum nicht? Sevet, wenn ich falle, ich habe keinen Helm an, ich schwöre dir, ich töte. Sevet! Keine Angst. Ey, wir sind hier nicht um Nürburgring in Deutschland. Sevet, hier stehen überall Autos. Aufpassen, Sevet. Ja. Schönes Wetter, ne? Ja, aber nicht um Roller mit dir zu fahren. Brauchst du keine Angst, Mama. Guck mal, die Bremse funktioniert. Ey, Sevet! Bremse funktioniert. Ich stütze dich, mein Freund. Ich, mit meinen Oberschenkeln, ja? Knack ich dir deine Eier da vorne, ich schwör's dir. Du musst dir nur zeigen, dass die Bremse funktioniert, Mama. Ja, wenn ich da vorne rutsche, sind platt. Dann kannst du froh sein, wenn du einen Sohn hast. Hier musst du gucken, hier ist rechts vor links, ne? Nein, brauchst du keinen. Wie rechts vor links? Nein, also du musst warten hier, ne? Nein, Mama, wir haben immer Vorfahrt. Nein, du hast nicht immer Doch. Vorfahrt. Klar. Doch. Wir haben immer Vorfahrt. Nein. Komm, Gas. Sevet! Wow, Sevet! Keine wow. Angst! Komm, jetzt ein bisschen Action! Ey, Sevet, ich fahr nie mehr mit dir, nie mehr, ich schwör's dir! Meine Tochter darf auch nicht mehr mit dir fahren! Ihr schlaft ab heute Komm, ein bisschen Action! Ey, Sevet, da vorne kommt ein LKW! Sevet, hinter uns kommt ein Auto! Ach, brauchst keine Sevet, Angst, Mama! Ich muss hier einkaufen! So. Jetzt parken. Warte mal. So geht das, Mama. Ich schwör's dir, ich geh zu Fuß zurück. Nein. Wenn du so Auto fährst, Junge, ja? Dann verklag ich aber die Fahrschule. Ach komm, Mama, das war doch schön. So, wir sind jetzt Schwiegermama und Schwiegersohn hier einkaufen. Wir kochen heute Abend deutsche Döner. So, Mama, was brauchen wir für deutsche Döner? Quark. Quark? Quark. Das ist Quark. Was heißt Quark? Quark ist Quark. Ich nehme jetzt einfach mal Joghurt. Sowas hier ist Quark. Quark? Ja. Aber das ist kein Quark. Aber so ähnlich. Aber so ähnlich. Ja. Hier, Döner. Genau. Dönerfleisch. Und dann nehmen wir jetzt mit. Und dazu brauchen wir noch Petersilie. Petersilie. Ja, das ist was das ist? Grüne Dings, ne? Genau, was man ja. So schneidet. Guck mal, ob hier keine Petersilie beiliegt. Petersilie? Ich sehe hier keine Petersilie, Mama. Ich muss auch Petersilie haben. Tzatziki ohne Petersilie ist nichts. Hier ist Knoblauch. Ja, Petersilie musst du gucken. Petersilie darf nicht fehlen. Bestell ich dir später, Mama, keine Problem. Bestellst du ja. Was denn? Im Internet mal gucken, oder was? Mal gucken. Ja gut, dann würde ich sagen, dann haben wir alles. Ja. Also ich muss schon sagen, es lief super in unserem Team jetzt, wie wir waren. Und
Hat gut funktioniert. Ich hoffe, die Rückfahrt klappt auch. Keine Angst, Mama. Ich kann meine Augen zufahren. Ich fahr dich gleich auch mit Augen zu, Junge. Nachmittag in der Türkei. Die Sonne scheint, angenehme Temperaturen von 32 Grad. Und Silvia und Servet haben den Höllenritt überlebt. Zudem sind alle Einkäufe fürs gemeinsame Kochen am Abend erledigt. Nur eine Zutat fehlt. Petersilie. Merhaba. Sind das jetzt Blumen oder was? Das ist eine Petersilien-Mama. Was hat Servet? Hat der Schmerzen? Was ist das, Pippi? Sind das Blumen für die Oma? Nein, das kann man essen, das ist Petersilie, ne? Ja. Ja. So, Leute, dann würde ich mal sagen, dann geben wir jetzt hier Gas. Ja, was soll ich machen? Du kannst jetzt hier zum Beispiel Knoblauchzehe schneiden. Da musst du nur noch hier vorne schneiden. Ja. Und hinten schneiden, das war's. Aber Mama, warum willst du denn du Gas geben? Wir haben doch Zeit, wir machen entspannt, ne? Schatz, wenn Mama sagt, wir müssen Gas geben, dann müssen wir Gas geben. Mama ist Chefkoch. Dann wirst du mal sehen, wie ein deutscher Döner jetzt zubereitet wird. Servet ist jetzt nicht so der Döner-Typ. Ich denke, er wird auch nicht der Fan von deutschem Döner sein, weil alles, was grün ist, ist nichts für Servet. Seit über einer Woche weilt Silvia Wolny mit Harald und Katalea im Ferienhaus in Ilija. Die 58-Jährige war aus dem Ratheimer Trubel ins Türkei-Domizil geflüchtet, um zur Ruhe zu kommen. Doch schnell wurde ihr diese Ruhe zu langweilig. Bei der Zubereitung des deutschen Döners ist der vermisste Trubel wieder Programm. Und Mama, hast du noch mal was aus Ratheim gehört? Ja, die Kinder sind ein bisschen erkältet, aber ja. Sonst alles gut. Hast du was gehört? Ja, ich habe eben mal mit Esther telefoniert und die vermissen dich auch übel. Auf einmal? Ey, so wenig wie die mit mir telefonieren, ja, vermissen Mama, die mich? Die haben auch Sachen zu tun. Hallo, wenn du in Deutschland bist, ja, und ich bin hier. Ja. Dann verfluchst du mich auch, wenn ich dich anrufe. Ja, bei dir ist das Ding ja auch 24/7 im Einsatz. Das stimmt gar nicht. Nein, Servet, gibst du mir recht? Du hast immer recht. Nein, das hat nicht immer recht. Du hast zu mir gesagt gehabt, ob ich mein Handy nicht ausmachen kann. Du hast schon eine Woche keinen Text mehr gekriegt, weil Loredana nur mit mir am Telefonieren ist. Stimmt gar nicht. Ja, lach doch nicht. Mama, boah. Boah, Mama. Voll in mein Auge. Boah, der hat das voll im Ohr. Schatz, tu das weg, lach nicht. Du hast auch gelacht. Schatz, tu das bitte weg. Guck mal, dem wachsen die Knoblauchzehe aus der Ohren. Also, das war jetzt richtig witzig gewesen, ne? Der Servet stand jetzt neben mir als lebende Knoblauchzehe. Loredana, wenn du heute Abend beim Servet am Ohr knabberst, kriegst du direkt wieder Hunger. Dann hast du einen türkischen Döner vor dir liegen. Ja, klar. Silvia hat gerade richtig Spaß. Pa, Mama. Ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir jetzt zusammen kochen. Genau, komm! Servet hat recht. Gemeinsam zu kochen, das war eine gute Idee. So, Mama, guck mal. Guck mal jetzt. 1, 2, 3, 4. Es gibt das hier, Schachel, er kocht hier. Ja, wir tun ja auch so was Ähnliches. Wir tun das Fleisch anbeten. Komm, Leute, lass uns weitermachen. Ja, ist mir wieder was ganz anderes, wenn hier Leben ist in der Bude. Das ist das, was auch die letzten Abende so gefehlt hat. Mit ihrem deutschen Döner will Silvia den Schwiegersohn ins B von einem der Lieblingsgerichte der Familie überzeugen. In der Türkei ist Döner ein Tellergericht. In der traditionellen Form keine Leibspeise von Servet. Bis jetzt alles sieht so lecker aus. Jetzt habe ich schon Hunger. Ich habe keine Geduld. Ich kann nicht warten. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Bei so vielen schönen Zutaten kann es eigentlich nur munden. Oder? Was guckst du mich an? Mama, das ist doch voll verkohlt. Das ist nicht verkohlt. Das ist knusprig jetzt, Leute. Nee. Das ist Schatz, Döner. Setz dich mal auf den Shop und hol Neues. Nein, stell hin. Wir schmeißen nichts weg. Guck deine Frau nicht so an. Für mich ist egal, aber Lore. Mein Gott, machst du dir ins Hemd, mein Freund. Siehst du, wie schön knusprig? So muss sich das anhören. Noch ist er nicht fertig, der deutsche Döner. Tomaten magst du halt nicht, ne? Magst keine Tomaten? Den Belag darf sich jeder selbst aussuchen. So, Servet, einmal. Durch so, mit dir. Guten Appetit euch, ich geh schon mal essen, ne? Nein, du wartest, bis wir auch da sind. Da benutze ich ein Baguettebrot. Dann haben wir es aufgeschnitten, haben unten die leckere Tzatziki-Soße reingetan, die schön mit Knofi war. Dann kam noch
Gurken da rein, Tomaten da rein, Salatblätter, Zwiebeln, dann nach Belieben Fleisch, oben nochmal ein lecker Süßchen drauf und fertig. Ja, das Rezept selber haben wir uns in dem Sinne aus den Hüften geschüttelt, um, ja, wir wissen ja, was schmeckt und dann tun wir uns das selber so zubereiten. Bitteschön. Dankeschön, Mama. So. Dankeschön. Wow. Guten Hunger. Monster. Die Idee mit dem Döner, die ist schon gut, weil das ist jetzt auf die deutsche Art. Ja, ein bisschen Heimat, ne? Dann wünsche ich einen guten Appetit. Guten Appetit. Servet. Guten Appetit. Komm, hau rein. Und? Schmeckt richtig lecker, ne? Und so ungefähr machen wir den in Deutschland. Richtig lecker, mashallah. Hm? Besser, das freut mich. Besser hier oder Deutsch, Türkei? Deutsche Döner schmeckt besser. Ja, ne? Da sind sich Familie Wolny und Servet einig. Es war auf jeden Fall ein schönes gemeinsames Zusammensein. Mama hat sich auf jeden Fall gefreut. Und mein Schatz, ich bin stolz auf dich. Du bist nämlich auf die Idee gekommen, nicht? Ich bin stolz auf euch. Deutsche Döner schmeckt lecker, deutsche Frau schmeckt lecker.